liebe Mitglieder, Mitgliederinnen und Freunde des VfU, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende des Jahres 2021, am Ende einer Weltklimakonferenz, die 26. in diesem Jahr in Glasgow, will ich so kurz vor Weihnachten ein bisschen reflektieren, welche Themen sich denn weiterhin für die Welt ergeben, wenn man weiterhin bei dem Ziel bleibt, und ich meine, man bleibt zu Recht bei dem Ziel, die globale Erwärmung der Atmosphäre und Ozeane auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des sogenannten Pariser Klimavertrags, des Paris Agreements aus dem Jahr 2015 gewesen. Zunächst einmal der Blick auf die Temperaturentwicklung in den letzten Jahren, also auch nach 2015. Und er zeigt nichts Erfreuliches. Die Erwärmung der Erde, der Atmosphäre, der Ozeane ist quasi ungebremst weitergegangen und ebenso die zugrunde liegenden Emissionen, Treibhausgasemissionen, allen voran Kohlendioxid, aber auch der anderen Treibhausgase wie Methan und Ähnliches. Das sind zunächst mal keine guten Voraussetzungen, um sich das noch in die erreichbare Größenordnung und Dimension zu bringen, was man sich politisch vorgenommen hat. Was ist inzwischen auch geschehen in den letzten Jahren, aber eben auch im Zusammenhang mit der Weltklimakonferenz in diesem Jahr? Die Ambitionen, die politischen Ambitionen sind gesteigert worden. Das ist eine gute Nachricht. Es sind Länder dazugekommen mit Zielen in Richtung Net Zero, also die Emissionen auf Netto Null zu setzen, wie China, wie Indien, aber auch andere große Länder wie USA haben sich in diesen Kreis mit einbezogen. Net Zero Mitte des Jahrhunderts, Indien 2070, China 2060, aber die meisten Länder 2050. Die große Herausforderung ist nun, diese Ambitionen, diese politischen Ziele einzuordnen. Was bedeutet denn das eigentlich, wirklich die Emissionen auf Netto Null zu bringen? Und was müssen wir als Gesellschaft und am Ende auch wir als Finanzdienstleister dabei leisten? Damit will ich zunächst einmal Ihnen die Größenordnung der Anstrengung zeigen. Wir haben aktuell etwa 40 Milliarden Tonnen CO2, Kohlendioxid, alleine als das wichtigste Treibhausgas, die jährlich in die Atmosphäre entlassen werden. 40 Milliarden Tonnen. Plus weitere 7, 8 Milliarden Tonnen an Methan, Lachgas und anderen Treibhausgasen. Und diese sind physikalisch auf Netto Null zu bringen. Das heißt, wenn es noch Restemissionen gibt, 2050, Mitte des Jahrhunderts beispielsweise, sind die zu kompensieren durch Negativemissionen, also das Herausnehmen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre. 40 Milliarden Tonnen derzeit. Die Klimawissenschaft sagt heute, es gibt ein Restbudget, um innerhalb der Pariser Klimaziele zu bleiben. Wenn man 1,5 Grad als Zielmarke nimmt, die nicht so signifikant überschritten werden soll, liegt dieses Budget bei etwa 400 Gigatonnen, also 400 Milliarden Tonnen, in Relation zu den 40, die wir heute emittieren, also 10 Jahre etwa, wenn wir nichts verändern. Wenn wir dagegen auf das ursprüngliche Paris-Ziel, nämlich 2 Grad oder die Ambition well below 2 degrees gehen, dann würde das Budget deutlich größer sein, ungefähr dreimal so groß übrigens, so etwa 1200 Milliarden Tonnen, die noch emittierbar sind. Das ordnet schon mal ein, welche Spielräume wir haben und welche Mengengerüste wir haben, um Paris-Ziel zu erreichen. Und jetzt die zentrale Frage. Wenn die Welt, und das ist ja heute der Hauptdiskussionsstand bei den Temperaturzielen, 1,5 Grad, wenn wir die erreichen wollen, was müssen wir tun, welche Emissionsreduktionspfade sind möglich? Und die Grafik, die Sie jetzt sehen, zeigt Ihnen aus der Wissenschaft kommend, aus dem IPCC, mögliche Emissionspfade, um 1,5 Grad einzuhalten. IPCC ist die Quelle hier, der sogenannte Weltklimarat. Und Sie sehen von dem LED-Szenario ganz auf der linken Seite bis zum sogenannten S5-Szenario mögliche Pfade, die sich aber signifikant in zwei Ausprägungen unterscheiden. Die erste Ausprägung ist, wenn Sie auf die nächsten 10 Jahre schauen, 2020 bis 2030, die Steilheit gewissermaßen
der Reduktion der Emissionen. Das ist diese schwarze Linie, die hier gezeigt ist. Und im Wesentlichen, wenn man auf das Szenario oder die Szenarien auf der linken Seite dieser Folie schaut, bedeutet das, dass etwa 50% der Emissionen, die wir heute haben, innerhalb der nächsten 10 Jahre reduziert werden müssen. Die Frage, die man sich hier zurecht stellen kann, ist das möglich? Wie ist das möglich? Was ist dazu an Voraussetzungen zu finden? Die Hauptantwort findet sich, erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. Es lohnt sich aber, in die Physik und in die Technologie etwas tiefer hineinzuschauen und nicht nur die Frage, was muss investiert werden, zu beantworten, sondern was muss gesellschaftlich geleistet werden, um das umsetzbar zu machen. Welche gesellschaftliche Akzeptanz ist notwendig? Und das sind viele Fragen, die sich nicht leicht heute beantworten lassen. Wenn man auf die rechte Seite dieser Grafik schaut, zum S5-Szenario, dann sehen Sie einen völlig anderen Pfad der möglichen Emissionsreduktionen. Ein Pfad, der deutlich schwächer beginnt im Abfall der Emissionen. Das heißt, man gewinnt etwas Zeit in den nächsten 10 Jahren bis 2030 und dann erfolgt der steile Rückgang der Emissionen. Aber das große wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist der Bereich, der hier gelb markiert ist, die sogenannten Negativemissionen. Also das, was dann notwendig ist, um innerhalb dieses Gesamtbudgets zu bleiben, um die Temperaturerwärmung der Atmosphäre und Ozeane innerhalb dieser 1,5 Grad zu lassen. Und diese sogenannten Negativemissionen haben eine Größenordnung je nach Studien bis in die Dimension 10 bis 20 Milliarden Tonnen pro Jahr. Heute 40 Milliarden Tonnen an positive Emissionen. In der Zukunft möglicherweise, wenn man bei diesem Szenario auf der rechten Seite ist, S5, Größenordnung bis zu 20 Milliarden Tonnen Negativemissionen. Die Botschaft daraus ist, es ist machbar, dass man noch mit all den Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, bei den Treibhausgasemissionen, dass man innerhalb dieser Ziele von Paris bei der Erwärmung bleibt. Es ist machbar. Es zeigt aber auch, was Voraussetzung ist, um die Machbarkeit hinzubekommen. Entweder diesen drastischen Emissionsrückgang 50% in 10 Jahren. Ich persönlich halte das für unwahrscheinlich. Man muss sich nochmal Technologie und Physik vorstellen, die das leistet. Fast ein kompletter Umbau von Infrastruktur im Energiebereich, aber auch im Technologiebereich, wenn Sie an Stahlwirtschaft denken und Ähnliches. Und auf der rechten Seite eben die andere Option, zu sagen, wir bauen etwas langsamer um, aber akzeptieren, dass wir sehr, sehr viel Negativemissionen brauchen. Also es geht, aber auch hier ist die Frage der Akzeptanz und die Frage, wer bezahlt und finanziert, eine ganz zentrale. Bei der Frage der Akzeptanz, wenn Sie sich vorstellen, 10 Milliarden Tonnen pro Jahr, 20 Milliarden Tonnen pro Jahr Negativemissionen, das ist die Technologie, die oft als CCS, Carbon Capture Storage, bezeichnet wird, oder CCUS, Carbon Capture and Utilization, also Nutzung der Treibhausgase. In dieser Größenordnung ist ebenfalls ein massiver Umbau der Infrastruktur und erfordert erstmal eine massive Akzeptanz der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, und es erfordert die Finanzierung dieser Technologien. Das sind so die beiden möglichen Pfade, um es zu erreichen. Und zum Abschluss meiner vorweihnachtlichen, adventlichen Anmerkungen, der positive Ausblick eben, dass obwohl viele Signale, viele tatsächliche faktische Entwicklungen im Bereich Treibhausgasemissionen, im Bereich Erreichen der Pariser Klimaziele heute noch nicht wirklich in die richtige Richtung zeigen. Die Ambitionen sind verstärkt worden, das ist der Einstieg in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist das erste positive Signal. Und das zweite ist, es gibt Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten, naturbasierte Möglichkeiten, die sehr viel mit Negativemissionen zu tun haben. Und wenn uns das gelingt, das gesellschaftlich zu akzeptieren, das auch ökonomisch umzusetzen, das ist unter anderem auch die Rolle der Finanzwirtschaft, nicht nur ihre, aber auch die Rolle, dann kann es uns gelingen, Paris erreichbar zu machen und die Zukunft der Erde, der Biosphäre enkelsicher zu machen. Denn der Klimawandel wird im Wesentlichen unsere Generation, aber vor allem auch die kommenden Generationen, Kinder und Enkelkinder betreffen. Damit wünsche ich Ihnen schöne Feiertage, bleiben Sie gesund
und dem VfU gewogen. Alles Gute.